Ich bin der Ferdinand Urbach, bin Geschäftsführer vom Theater an der Bundhofer Straße, dem TAG, im 6. Bezirk, in der Steinesterhasi-Gasse. Und das ist ein wunderschönes altes Haus, das Anfang des letzten Jahrhunderts schon ein Kino im Keller gebaut gekriegt hat. Also 1904 war das, glaube ich. Und war dann Jahrzehnte Lichtspielhaus und Kino, und dann Kinosterben, ging alles im Bach runter, und seit den 80er Jahren ist es ein Theater. Und alles andere als barrierefrei. Also wir können uns von lauter Barrieren Treppchen rauf, Treppchen runter gar nicht mehr aussehen. Und das haben wir jetzt im Sommer, Gott sei Dank, Sommer 2016, spät aber doch begradigt, geklärt und soweit zugänglich gemacht, dass wir Leute im Rollstuhl als Gäste begrüßen können, was uns ein Anliegen ist. Wie eine Feder. Ich sehe eine wunderschöne Rampe. Huhu. Das Heiligtum. Hallo? Hallo. Ha. Und da wurde abgeschreckt. Hier wurde nicht abgeschreckt, das ist schon schräg. Auch von cool. Außen. Meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen. Im Tag. Es ist meine große Freude, heute hier zu sein. Gefällt mir. Wie viele Rollstuhlplätze habt ihr insgesamt? Wir haben jetzt die zwei vorgeschriebenen, die wir haben müssen, was aber theoretisch weitergeht bis an die Wand. Also okay. Wenn jetzt eine Gruppe käme, auf der Tribüne geht es nicht, da ist es zu schräg, aber im Prinzip ist die erste Reihe austauschbar. Okay. Wichtig ist jetzt nur die Pipi-Box. Ist schon mal sehr einladend. Hell, hell, hell. Ich folge einfach dem Licht. Es riecht so neu und so frisch. Noch ist es. Es gibt am Vorhang herin. Okay. Also, das ist jetzt, wir sind jetzt in der barrierefreien Toilette hier im TAG. Die Toilette ist ich habe nicht die größte barrierefreie Toilette, aber sie ist, glaube ich, groß genug. Super finde ich, dass die jetzt ein riesiges Waschbecken haben. Weil diese riesen Waschbecken, die versperren immer, gerade bei kleinen WCs, Unmengen Platz. Der Handtuchspender ist auch nicht so hoch oben, das ist auch gescheit. Ja. Ist ganz, ganz gescheit. Das Waschbecken ist auch super. Also, es gibt ja immer diese barrierefreien Waschbecken, die so riesige Babybadewannen sind. Aber die sind zwar unterfahrbar, aber da kommst du dann. Ja. Also ich natürlich meine kurzen Hände sowieso nicht, aber andere, die jetzt zum Beispiel nicht so bewegungsfrei waren, dann sind sie halt auch schwer. Und da ist das schon um einiges besser. Okay. Ich persönlich bevorzuge die kleinen Gäste haben. Gästewaschbecken. Ja, ja. Die was so in die WCs da, in die Wohnungen hast und so. Aber das ist schon ein guter Kompromiss. Da ist das ganz cool. Schön ist, dass der Spiegel bis runter geht. Da hat sich da was überlegt. Und es gibt Licht. Ich hasse nichts mehr, wenn ich meinen Lidschatten nicht nachziehen kann am Klo. Ja? Weil ich nichts sehe. Das ist unpackbar. Außerdem ist der Kleiderhaken, der ist auch nicht übel, nämlich auch nicht so hoch. Das ist auch mal gut überlegt. Was jetzt die Schiebetür betrifft. So, die kann ich selber nicht so machen, glaube ich. Also das ist, glaube ich, ein bisschen also, ja, also wir mussten sie ganz versenken, ja, damit man die Tiefe weiter. Aber man könnte hier noch irgendeinen Griff machen zum Beispiel. Wird das was? Das wäre wahrscheinlich schon geschickt, ja. Irgend so ein, was der wie jetzt beim Ikea-Kastel. Die genau, Griffe für die Dinger. So ein, ja. Braucht nicht die Wörter sein, aber dass man es ein bisschen mit Schwung, ja. Weil. Aber. Sind auch so Kinderkrankheiten. Die hängt da gut. Ja, wie gesagt, alles neu. Das hat ja. Nur noch mal schmieren da oben irgendwie. Ja. Mhm. Aber das wäre ganz clever, oder? Das wäre, glaube ich, 2 Euro Investment. Ja, vor allem, das ist ja überhaupt der Griff. Was da ja, gut, aber du kriegst ihn nicht weiter raus, weil du musst ihn versenken können. Ja. Das ist ein bisschen ein Problem.
Ja, das ist wahrscheinlich noch nicht bedacht, aber da kommt man nicht hin. Ja. Ja, das machen wir. Mhm, aber sonst gefällt's mir gut. Das war mein Test hier im Tag. Bestanden 3 Sterne oder 4 Daumen hoch, je nachdem wie man rechnen will. Auf jeden Fall freue ich mich schon, ich bin am Sonntag da und werde aus meinem Tagebuch vorlesen. Wildfremden Menschen. Das kommt aus, wenn es barrierefrei ist, das ganze Scheißzeug. Unglaublich. Aber ich tue es ja freiwillig. Auf jeden Fall danke an das Tag. Ihr habt eure Sache gut gemacht. 2016, vielleicht werden wir doch noch barrierefrei. Das war's soweit von hier. Bis zum nächsten Mal.